Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Depot-Update. Heute für den 22. Juni 2021. Ja, was war das heute wieder für eine Berg- und Talfahrt? Es ging erst ganz gut hoch, sogar um 9.30 Uhr schon bei plus, 0,89% gewesen. Dann ist es wieder ein bisschen gesunken und dann nochmal ja, sehr stark angestiegen gegen 13.20 Uhr auf fast 1,03%. Also einen guten Prozent im Plus gewesen, entspricht ca. 75 Euro. Und dann ist alles gefühlt den Berg wieder runtergegangen. Hier bis auf ja, Minus, war jetzt nicht so groß, aber 0,3% ins Minus gegangen gegen 15.40 Uhr. Also auch wieder mit dem Start der US-Börsen. Und dann hat sich es aber auch relativ schnell wieder erholt, sodass wir hier bei 17 Uhr schon wieder bei Plus 1,05% waren, hier dann um 18.10 Uhr bei plus 1,06% und jetzt gerade bei 0,82% oder auch 60 bzw. 61 Euro. Ja, ich habe heute wieder nichts gemacht, nichts gekauft oder verkauft. Wir gucken uns mal die beliebtesten Aktien an. Und da ist an erster Stelle Adler Modemärkte und da heute 23,44% Minus, aber wenn man sich das mal von gestern hier anguckt, da ist es ja um 19 Uhr sehr, sehr stark abgestürzt, also hier von plus 13,51 auf Wochenansicht betrachtet bis auf minus 80% runter, also wirklich Glück gehabt an diejenigen, die noch rechtzeitig verkauft haben. Da hatte ich auch einen Kommentar gelesen. Ja, heute bei 24 Cent eine Aktie. Wenn man sich den Monat oder das Jahr mal anguckt, dann sehen wir hier ganz genau, was passiert ist. Um den 8.6. rum. Ja, auf Jahresansicht natürlich immer noch 90% im Minus. Also die waren hier auch schon mal deutlich höher. Aber auf jeden Fall sehr, sehr riskant, bei sowas natürlich einzusteigen. Und das ist ja bei jeden Aktien, die irgendwie stark geschortet werden oder so, der Fall. Genauso gute Überleitung zu AMC. Und hier ein kleines Plus heute, 0,88%. Hier, ich hatte ja gesagt, wie es wohl um 15.30 Uhr aussehen wird und um 15.30 Uhr war der Kurs bei 43,68 Euro, ist dann ja gut angestiegen eigentlich bis 16.10 Uhr, dann wieder gesunken, wieder gestiegen. Jetzt halten sie sich aber gerade im Plus. Mal gucken, wie lange noch oder wie es dann zum Börsenschluss aussieht. Und auf Wochenansicht betrachtet hier auch noch ein kleines Plus von 1,78%. Ja, CureVac, die Aktie, die ich noch im Depot habe, gucken wir uns gleich an. Xiaomi, ein kleines Minus gemacht von 1,92% heute. Und Vata steigt wieder extrem gut an, 4,78% plus. Ja, läuft auch hier, würde ich sagen. Waren hier ja, wann war das? Im Februar genau, auf über 170 Euro, wenn man sich hier mal die 52-Wochen-Spanne ansieht, dann bei 179,80 Euro, natürlich extrem heftig. Ja, und die maximale Ansicht hier auch, seit wann? 2017 bei 20 Euro und jetzt einfach bei 144. Ja, hätte man das mal vorher gewusst, ne? Oder hätte man vorher sich mal mit dem Thema Börse befasst, dann wäre man da vielleicht aufmerksam geworden. Wenn man sich hier auch mal die Dividende anguckt, das ist ja auch wirklich heftig, das sehe ich jetzt gerade zum ersten Mal, also 2003 die Dividende bei 54 Euro, boah, extrem stark, ne? Ja, dann gucken wir jetzt mal auf mein Depot und dort gehen wir auf den Tagesverlauf relativ und wir sehen, ja, ein bisschen was ist im Plus, ein bisschen was ist auch im Minus. Und gucken wir uns mal an, wie sich die einzelnen Werte in meinem Depot so entwickelt haben. Und Tesla, ja, ganz gut, 1% plus gemacht, 5,50 Euro. Aber die ganze letzte Woche war halt immer so um die 520, 525 Euro. Gut, am 17. Dann halt noch unter den 500 Euro gewesen. Aber ja, seitdem
am 17. sind sie auch so angestiegen, aber seit dem 17. dann haben sie sich eben so auf diesem Niveau gehalten. Wenn wir uns den Monat angucken, dann ja, ist nicht sonderlich viel passiert. Also bei Tesla kennt man ja diese klassischen Schwankungen, die es dann mal gibt. Hier waren sie ja auch im Januar extrem hoch. Ich glaube, ich hatte die erste Tesla-Aktie bei 700 gekauft. Jetzt konnte ich mein Buy-in so stark verringern, dass ich hier nur noch in Anführungszeichen bei 586 Euro bin. Und insgesamt bin ich hier mit 10,5% noch im Minus. Ja, Main Street Capital, über die 35 Euro wiedergekommen. Hier waren sie zeitweise bei 35,45 €. Also ich war fast wieder im Plus. Nichtsdestotrotz bin ich jetzt immer noch im Minus mit 15 Euro. Aber lief heute eigentlich ganz gut, guten Prozent Plus gemacht. Kann von mir aus gerne so weitergehen. Ja, CureVac wieder hier. Wann war es? Auch gegen 15.30 Uhr gesunken. Und jetzt gerade ein Minus von 3%, 1,45 €. Und ja, die Performance insgesamt auch minus 12%, ist natürlich nicht gut. Mal gucken, wie die Nachrichten so in nächster Zeit werden. Sowas würde ich hier gerne wieder sehen, so das Niveau vom 7.6. beziehungsweise, ja, mir würde es hier auch schon reichen, 14.6. Mal gucken, ob sie da nochmal hinkommen. Und wie das eben mit dem Impfstoff so weiter aussieht. Norwegian Air Shuttle heute auch wieder mal einen guten Tag gehabt. 11,45%, das macht 11 Cent aus und das macht bei so einer Aktie natürlich schon viel aus. Sind ja unter den Euro, unter den 1 Euro gefallen. Jetzt sind sie wieder ein bisschen drüber, aber hier trotzdem auch noch 8% im Minus. AGC Investment, auch nicht erwähnenswert, 5% insgesamt im Minus. British American Tobacco ist auch nicht so viel passiert. Hier bin ich noch mit 1% im Plus. Dann Bitcoin ist heute extrem auch wieder abgeschmiert, bis auf 24.496 runter. Haben sich aber wieder ein bisschen erholt, sodass ich hier auch noch mit fast 1% im Plus bin. Ethereum sieht ähnlich aus, der Kursverlauf, auch hier runter bis auf 1430. Und hier bin ich auch mit 20% im Minus. Dann meine Sparplanaktien Facebook, auch wieder super performt, über die 280 Euro gekommen. Freut mich auf jeden Fall. Walt Disney ist wieder ein bisschen gesunken, aber jetzt auch nicht so nennenswert. Hier immer noch mit 6,87% im Minus. Dann Zalando, waren hier teilweise wieder über 100 Euro, ein kleines Plus und insgesamt hier gerade 10 Euro im Plus. Visa, ja, auch nicht wirklich nennenswert, ist nicht so viel passiert, hier auch noch ein kleines Plus insgesamt. Und zu guter Letzt Workhorse, heute 4,14% Minus gemacht, 50 Cent und hier bin ich auch noch mit 15% im Minus. Ja, das war es eigentlich von meinem Depot. Schreibt mir natürlich gerne in die Kommentare, wie es bei euch so lief. Das würde mich natürlich auch interessieren. Habt ihr vielleicht irgendwas gekauft oder verkauft? Was habt ihr für den nächsten Monat geplant? Ich habe tatsächlich auch geplant, ein paar Einzelkäufe wieder zu tätigen von Aktien, die ich glaube ich, in den Videos tatsächlich noch nie erwähnt hatte. Ich weiß, bin mir gerade selbst unsicher. Vielleicht werde ich da mal ein separates Video dann zu machen. Also ihr werdet es auf jeden Fall mitbekommen, welche Aktien ich dann im Juli oder jetzt vielleicht noch in der letzten Woche des Junis kaufen werde. Und ja, so viel dazu. Ansonsten abonniert natürlich gerne meinen Kanal, wenn ihr möchtet. Hier gibt es täglich neue Videos und gleichzeitig auch ein Dankeschön an jeden Einzelnen, der neu dazugekommen ist. Das freut mich natürlich immer, wenn ich hier neue Abonnenten auf dem Kanal begrüßen darf. Und ansonsten kann ich euch nur noch einen schönen Resttag wünschen und wir hören uns dann beim nächsten Video. Bis dann!